Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 28.09.2021 und unser DAX. Ja, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass er sich wirklich fallen lassen hat, ne? Aber er ist jetzt schon hochgesprungen und konnte das nicht halten. Dann hat er ein bisschen Sturzflug nach unten gemacht, zumindest milde gesagt. Wir haben letztendlich eigentlich nichts anderes gesehen wie ein Aufwärtsgap, Abverkauf und Gap Close und fertig halt, ne? Also viel mehr ist gar nicht passiert zum Montag. Relativ unspektakulär. Wenn wir uns zurückerinnern an die gestrige Analyse, war ja die Idee, dass wenn er sich über 5,80 bewegt und uns auch nach 10 Uhr noch schön nach oben schiebt, dass er dann hoch bis in die 7,10 kann. 7,10 bis 7,20, ne? Das war so die erste Zielzone, die wir uns angeschaut hatten. Und wenn er dann eben auch noch über Mittag und so weiter nach oben treibt, dann sollte er auch 7,80 und mehr erreichen können. Aber das hat er nicht. Er kam direkt rein, hat sich oben an der 7,10, 7,20 gestoßen und dann ist er ins Gap reingegangen. Punkt, fertig aus. Mehr ist ja nicht gewesen. Unten raus hatten wir darüber gesprochen, was passiert, wenn er unten arbeitet, dass er im Bereich um 4,15 wahrscheinlich Gegenwehr kriegt. Das ist ja gar nicht zum Tragen gekommen. Wir waren keine einzigste Sekunde unterhalb des Freitagsschlusskurses, sodass er hätte irgendwie ansatzweise in die Route reingehen können. Zum Dienstag sieht es jetzt unten ein bisschen anders aus, dadurch, dass wir jetzt hier schon dadurch, dass wir jetzt quasi ein neues Hoch auch drinne haben, dreht er letztendlich schon noch mal ein bisschen nach oben auf. Ich würde aber trotzdem unterhalb ihm quasi also die 460, 480 jetzt als wichtiger aufrufen und von der 415 den Fokus runternehmen, den wir dort gestern gesetzt hätten, sodass ich sagen würde, also bis 480, 460 könnt ihr zum Dienstag nochmal nach unten setzen, dreht er sich von dort stabil nach auf, drückt nach oben, dann sollte man auch wieder damit rechnen, dass 670 erreicht wird, dann sollte man auch damit rechnen, dass dann sogar schon 780, 800 erreicht werden kann und dann hätte er dann auch endlich diese komplette Schwächephase ausgekontert und wenn es ihm dann noch gelingt, hier oben das Ding halt rauszunehmen, geht ohnehin ja wieder nach oben Platz auf. Sollte er aber unten rausspringen und sich eben nicht im Bereich um 460 bis 480 nach oben drehen, würde ich dann von dort diesmal ohne Zwischenstopp über die 415 den Gap Close im Bereich um 310 erwarten. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er zum Dienstag da erstmal vorfühlt. Ja, dass er vielleicht erstmal wirklich bloß hier dran stellt und das noch gar nicht zum Dienstag schon schafft. So, ähnlich wie wir das gestern gesagt haben, haben gestern auch gesagt, wenn der Montag nach unten rausgeht, wird er noch nicht drei Stufen mit einmal nehmen können, sondern erstmal eine, dann Gegenreaktion und dann die anderen später. Das wird hier auch so sein. Ne? Also wenn der DAX zum Dienstag jetzt hier unten reinschlägt und sich dann noch flach zur Seite schiebt, dann glaube ich, wird es eher für ein Mittwochenthema, hier noch ein Stückchen tiefer zu setzen. Ja, ansonsten können wir wir lassen das jetzt erstmal so drinstehen. Wichtig ist ein bisschen im Blick zu behalten, wo ist die Range, ne? Wo ist die Range der letzten Wochen, wo ist das Tief, wo sind die Bereiche. Wir sind am unteren Rand der Range, ne? Also im Prinzip drücken wir uns auch immer wieder darunter. Im Tagesschart sieht man das deutlicher. Wir drücken uns immer wieder darunter und sind eigentlich noch unterhalb in einem potenziellen Ausbruch. Man muss aber ganz klar sagen, umso länger er da jetzt oben irgendwie rumfuchtelt, zur Seite geht, umso eher steht er dann halt auch wieder drin. Und wenn er wieder drin steht, wäre das dann schon eigentlich bullig zu werden, halt, ne? Weil dann wäre der Ausbruch ja unten fertig und dann wäre ergebnislos geblieben, ne? Er wäre nicht erfolgreich gewesen dann der Ausbruch. So, wenn wir jetzt noch keine neuen höheren Hochs drin haben, sondern einfach nur einen ausgedehnteren Rücklauf gesehen haben, wäre der unterseitige Ausbruch aus der Range erstmal ja noch aktiv. Ne? Der wurde ja schon angefangen. Wir sind dann für die 500 Punkte raus, wo wir vor ein paar Tagen mal erzählt hatten, dass ich schon davon ausgehe, dass wir in den nächsten Tagen hier mal mindestens 500 Punkte irgendwo rausrennen in irgendeine Richtung und der sich langsam aufbaut und auch wieder richtig Bewegung rausholt. Das haben wir schon gesehen, befinden uns jetzt noch im Rücklauf. Und wenn er sich da jetzt wieder unten richtig einschwingt, dann geht er auch wieder ein paar andere Ziele rauskramen. Ne? Aber ich sag mal, da will halt auch ein bisschen was sehen. Aufwärtsgap hilft unten gar nichts. Ne? Also das bringt nichts. Dreht er sich jetzt hier zum Dienstag auch wieder hoch, drückt sich wieder über 670. Naja, dann gehen Stück für Stück gehen nach oben die ganzen Marken wieder auf. Ne? Dann geht er beim nächsten Mal eben wieder an die 710, dann aber auch schon an die 780 bis 800. So, dann steht er hier oben, dann läuft er kurz zurück, dann geht er wieder an die 900, schwuppdiwupp, stehen wir plötzlich wieder an 16.000, sind ganz knapp unterm Allzeithoch.
Und man hat es gefühlt dann gar nicht mitgekriegt. Ja, also deswegen würde ich da einfach aufpassen. Mir ist es wichtig, dass wir unten raus die Signale kriegen, ähnlich wie man das gestern auch gesagt hat, ne? Dass es sich einfach rausdrückt, nochmal sowas hinterher. Ist nun zum Montag ausgeblieben, ne? Direktes Aufwärtsgap. Ich denke auch gar nicht, dass das Bundestagswahlgetrieben überhaupt war, das Gap, ne? Also China ist mit 2,5% reingekommen. Wir haben das die letzten Tage immer wieder gesehen, dass die Chinesen, wenn sie sehr schwach waren, auf den DAX Einfluss hatten, wenn sie aber besonders stark waren, eben auch Einfluss auf den DAX hatten. Und ich glaube, dort kam jetzt einfach das Aufwärtsgap hin und im regulären Handel hat man dann halt einfach wieder auf Status quo abverkauft. Ja, und das ist, was wir jetzt hier drin sehen. Also, für mich sind die wichtigsten Punkte eigentlich zum, könnte man sagen, zum Dienstag die 6,70. Alles darüber sehe ich bullisch Richtung 7,80. Und man könnte sagen, alles, ja, die und die hier unten, der Bereich um 4,80, 4,60. Den fände ich super interessant. Dreht er dort schön hoch, haut er dort grüne Stundenkerzen rein, kann man da auch long probieren. Und ansonsten wäre es eher dann als Short-Trigger zu verstehen, wenn der DAX unten rausgeht. Gucken wir noch kurz in den Tagesschart rein. Im Tagesschart sehen wir, dass wir ja jetzt hier so ein bisschen mit dem mittleren Bollinger Band kämpfen. Es ist an sich noch fallend, beide Bänder sind an sich noch fallend. Das heißt, kriegen wir hier auch wieder eine rote Tageskerze zum Dienstag dahinter, würde das unten raus nochmal ein bisschen Freiraum wiedergeben. Ja, das sollte man auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Also, das ist noch unterhalb des mittleren Bollinger Bands notiert. Stand hier aber, ja. Wir hatten ja gestern eigentlich schon ein perfektes Abdrehen, also am Freitag schon eine schöne Umkehrformation. Das sieht schon super brauchbar aus. Dann eine Kerze höher, das ist schon so ein bisschen Vorsicht, aber ja. Tageschart wird für mich wird der Tageschart richtig interessant, wenn wir dann wieder per Tagesschlusskursen richtig deutlich unter der 600 sind. Idealerweise vielleicht unter 450, unter 500, unter 550. Na, also das, ich sag mal, alles das ab hier, das wird für mich interessant, auch Richtung 200-Tage-Linie, die dann noch offen steht. Ne? Und auf der anderen Seite wird für mich interessant, wenn da oben halt auch wirklich mal über den 949 rausgeht. Dann wäre für mich Long interessant aus dem Tageschart. Hier drunter wäre für mich eher Short interessant aus dem Tageschart. Und das hier dazwischen, das lassen wir nochmal noch ein bisschen weg. Nehmen aber zur Kenntnis, dass wir weiterhin versuchen, uns am mittleren Bollinger Band einzudrehen. Und das kann von oben schon prozyklisch untergeordnet Short-Signale begünstigen. Müssen aber dann halt auch kommen. Zum Montag kam keins. Nein, gar keins. Und da sollte man jetzt sehr akribisch hingucken, sehr genau hingucken, was passiert, wenn er jetzt am Dienstag die ersten tieferen Tiefs mal richtig ausbildet. Wenn er wirklich untergeordnet auch noch Short-Signale liefert, ne? Wie matcht sich das dann übergeordnet? Zieht er an, nimmt es gut an, weil es übergeordnet eben durchdrückt und dann hat man schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und kann das für sich nutzen. Stand hier wird es jetzt dabei einfach belassen. Ich denke, braucht man nicht mehr erzählen, wie ist. So viel ist ja nicht passiert. Achten ein bisschen auf die Bereiche hier. Wichtig ist, dass der sich verlagert. Neben ein bisschen zu erkennen, dass alles, was über 6,70 geht, kriegt schon eine deutliche Aufwärtstendenz nochmal Richtung 700, Richtung 780. Und das wird für mich so ein bisschen Sollbruchstelle für die nächsten Tage, beziehungsweise auch für den restlichen Wochenverlauf. Bleibt da einfach nur dazwischen, ne, zwischen den beiden Bereichen, seitwärts. Dann seitwärts, irgendwelche Oszillatoren kann man sich dann ranziehen, sei das RSI, sei das Stochastik, sei das MACD. Da kann man dort auf Signaljagd gehen, solange wie er eben jetzt nicht hier aus dem Fenster rausgeht von den letzten 2, 3 Tagen. Na, dann kann man einfach auf seitwärts spekulieren, denke ich schon. Okay, dann, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.